glühende Holzstab löst bei der Baumwolle fast keine Reaktion aus. Die Baumwolle fängt kein Feuer. Leichter Rauch ist sichtbar. Beim Berühren mit dem brennenden Holzstab verbrennt die Baumwolle unter Rauchbildung relativ zügig. Es bleiben feste Rückstände übrig. Wird die Schießbaumwolle nur mit dem glühenden Holzstab berührt, ist die heftige Reaktion unverkennbar. Es bleiben keine Rückstände zurück. Baumwolle nimmt beim Verbrennen Sauerstoff auf. Es bildet sich Rauch. Die Verbrennung ist im Vergleich zur Schießbaumwolle langsam. Es bleiben feste Rückstände zurück. Bei der Verpuffung von Schießbaumwolle wird kein Luftsauerstoff aufgenommen. Es bildet sich kein Rauch. Der Vorgang verläuft extrem schnell. Es entsteht Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Wasser, Stickstoff und Wasserstoff. Es bleiben keine festen Rückstände zurück. Schießbaumwolle wird auch Zellulosenitrat genannt. Fälschlicherweise wird die Schießbaumwolle auch als Nitrocellulose bezeichnet. Es handelt sich jedoch nicht, wie der Name Nitrocellulose vermuten lässt, um eine an Kohlenstoff gebundene NO2-Gruppe. Die Nitro-Gruppe ist am Sauerstoff gebunden. Obwohl der Name Nitrocellulose also nicht korrekt ist, wird er in der Literatur häufig gefunden. Die Schießbaumwolle wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von mehreren Chemikern unabhängig voneinander entdeckt. Unter anderem wurde sie zufällig vom Basler Chemiker Christian Friedrich Schönbein entdeckt. Er war Professor für Chemie und Physik an der Universität Basel. Es wird berichtet, Schönbein habe nachts zu Hause in der Küche mit Schwefelsäure und Salpetersäure experimentiert. Dabei verschüttete er versehentlich das Gemisch auf dem Küchenboden. Er wischte die Säuren mit der Baumwollschürze seiner Frau auf, wusch die Schürze anschließend aus und hängte sie zum Trocknen über den Ofen. Die trockene Schürze ging in Flammen auf. So soll Schönbein die Schießbaumwolle entdeckt haben. Baumwolle ist nicht nur in der Baumwollpflanze enthalten. In Holz kommt sie ebenso vor. Zellulose, der Ausgangsstoff für Schießbaumwolle, ist in den Zellwänden pflanzlicher Zellen enthalten. Sie ist deshalb die häufigste organische Verbindung. Zellulose besteht aus zahlreichen miteinander verknüpften Glukoseeinheiten. Ein Glukosemolekül besteht aus 5 Kohlenstoffatomen und einem Sauerstoffatom, die zusammen einen Ring bilden. An einem solchen Ring befinden sich 5 Hydroxygruppen. Diese Glukosemoleküle können sich durch Sauerstoffbrücken zu langen Ketten der Zellulose verbinden. Da es sich bei der Zellulose um ein Makromolekül handelt, das aus mehreren tausend Glukoseeinheiten besteht, wird eine Kurzschreibweise bevorzugt. Die Zellulose wird einem Gemisch aus Salpetersäure und Schwefelsäure zugegeben. Dieses Gemisch nennt sich Nitrierlösung. Die Schwefelsäure wirkt als Katalysator. Sie beschleunigt die Reaktion,
ist aber nicht direkt an der Reaktion beteiligt. Aus der Zellulose und der Salpetersäure entsteht Zellulosenitrat und Wasser. Die Schwefelsäure muss nach der Reaktion ausgewaschen werden, da sie ansonsten unerwünschte Reaktionen auslösen könnte. Die Salpetersäure reagiert mit einer Hydroxygruppe. Es bildet sich ein Wassermolekül. Das Stickstoffatom verbindet sich mit Hilfe einer Einfachbindung mit dem Sauerstoffatom der Zellulose. Eine Glukoseeinheit besitzt drei Hydroxygruppen, an denen eine Veresterung stattfinden kann. Eine Glukoseeinheit kann einfach, zweifach oder dreifach verestert werden. Bei der Synthese von Zellulosenitrat sind abgesehen von der Schwefelsäure als Katalysator nur die Salpetersäure und die Hydroxygruppe der Zellulose beteiligt. Die übrige Zellulose kann als Rest dargestellt werden. Eine Verästelung mit Salpetersäure ist auch bei anderen Stoffen mit Hydroxygruppen möglich. Glycerol reagiert beispielsweise mit Salpetersäure zu Nitroglycerin. Jules Verne beschreibt in seinem Science-Fiction-Roman Von der Erde zum Mond ein fliegendes Geschoss, das durch 400.000 Pfund Schießbaumwolle beschleunigt wird.